Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder auf dem C64 und wir sind bei Airwolf. Und das Einzige, was dieses Spiel interessant macht, ist der Soundtrack. Da hat Elite nicht so viel falsch gemacht. Ansonsten, ich glaube, es gibt eigentlich keinen auf dem Planeten, der Airwolf nicht kennt, mit dem, ich sag mal, rumheulenden Piloten Hawk. Ich glaube, der hatte immer so eine Dauer-Emo-Phase, glaube ich. Der eigentlich irgendwie, ich will das gar nicht machen und ich nehme dem Militär den Hubschrauber weg, hin und her, und hast du nicht gesehen. Und dann der Partner, gespielt von Ernest Borgnine, da gab es, glaube ich, auch diesen Archangel-Verschnitt mit dieser Big Boss-Augenklappe. Das waren, glaube ich, 3 Staffeln. Und dann gab es noch eine 4. Staffel, die, glaube ich, irgendwie nur bekannt wurde als Airwolf 2. Irgendwie Sci-Fi-Elemente und irgendwie, weiß ich nicht, die Generation danach brauchte kein Schwein. Bei uns ist das debütiert, nicht bei RTL, was irgendwelche Leute gerne mal schreiben, sondern bei Sat1. Ja, ich glaube sogar 86, wenn ich das noch hinkriege. RTL hat das Ding allerdings dann ein bisschen besser vermarktet. Bei RTL gab es dann auch diese ganzen, ich sag mal, Fan-Sachen dazu, also auch so ein riesen Booklet, was sie zum Beispiel zum A-Team ja auch gemacht haben. Was man übrigens haben muss, wenn man ein wahrer A-Team-Fan ist. Das Spiel hier allerdings braucht wahrscheinlich, ich sage mal, gefühlt kein Mensch. Ich spiele das hier getrained, damit wir überhaupt mal ein bisschen was erreichen. Also ich sage, das Einzige, was hier interessant ist, ist der Soundtrack. Alles andere ist so ein unglaublicher Humbug. Ihr spielt Hawk und müsst irgendwie irgendwelche gekidnetten Wissenschaftler finden. Kann man ja mal machen, ne? Ihr könnt ja mal, das ist ja mal so was Geiles, ihr könnt ja mal tatsächlich in die Kommentare schreiben, wer das mal komplett genossen hat. Ich fand das immer so geil, dass uns suggeriert wurde, dass er das Ding tatsächlich irgendwie vor der Regierung verheimlichen konnte. Mal eben so ein Kampfjet. Ist klar, so ein Superheli mit was weiß ich für Bewaffnung. Ich glaube, den konnten sie sogar, glaube ich, mit Atomwaffen bestücken oder so ein Scheiß. Ah, da ist einer. So, Return to Base. Okay, das ist ja fast wie Shoplifter. Nur mit besserer Musik. Einer gegen war Shoplifter gut. War das richtig? Du bist nicht die Base. Ja, schön. Ich finde dieses Spiel großartig. Ist auch eins dieser vielen Lizenztitel, die so unglaublich großartig waren. Aber wieso kann ich hier das Ding gar nicht ausschalten? Da oben komme ich nie hin. Da komme ich auch nie hin. Gehen wir einfach mal weiter. Ich bin ja Gott sei Dank invincible und habe unendlich Zeit. Das Labyrinth ist übrigens gar nicht so groß, wenn ihr euch das mal irgendwie anguckt. Ich glaube, C64-Wiki hatte, glaube ich, mal eine komplette Karte davon. Das ist wahrscheinlich auch in einer Viertelstunde durchzuspielen. Ich habe es aber nie geschafft. Ich hatte aber auch... Wer bist du denn? Die Zukunft oder was? Ist das ein Doc Brown DeLorean oder was? Komme ich da durch? Aha, aber nur in eins. Nur... Achso, jetzt ist es weg. Nee, ist klar, Hawk. Ist klar. Warum das jetzt geht, weiß keiner, aber es geht. Was bist du? Ich will mal gar nicht kaputt machen, das ist bestimmt gut. So, kann ich da draufballern? Also irgendwie so. Okay, da ist nie keine Geschütze, die ich kaputt machen kann. Das ist irgendwie... Also ihr seht schon, das ist das ganze Spielprinzip dieses unglaublichen Top-Titels. Mehr macht ihr da auch nicht. Also das heißt, die kann ich kaputt machen. Kann ich die wieder nur in einer gewissen Reihenfolge kaputt machen? Ich spiele übrigens ohne diesen Balance-Sheet. Es gibt noch eine Möglichkeit, da in so eine Balance reinzukriegen. Die braucht aber eigentlich kein Schwein, weil, nee. Weil dann könnt ihr euch eine Menge sparen. Und das muss auch nicht sein. Ja, was machen wir hier Schönes? Kann ich auch wieder nichts tun? Ist das aber, das ist nicht die Base, ne? Da habe ich ihn gerade geholt. Habe ich ihn gerade gerettet.
Kann ich hier kaputt machen? Ja, wieso kann ich den nicht kaputt machen? Da steht das einer? Nein, ne? Okay, den kann ich wieder zerstören. Auf jeden Fall wäre das eine gute Idee, wenn ich den zerstören könnte. So, der ist weg. Schießt aber trotzdem weiter. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Dieses Spiel ist wirklich, muss ich sagen, vom Sinnfaktor, glaube ich, ungeschlagen. Dieser, den kann ich nicht kaputt machen. Also muss ich jetzt noch was anderes tun. Ihr könnt gerne Videoantworten machen zu diesem großartigen Titel, aber ja. Es ist genauso wie die meisten Lizenzspiele ein unglaublicher Erfolg. Achso, jetzt habe ich. Achso, jetzt bin ich im Kreis gegangen. Ha? Nee, UFOs. Ist klar. Wer kennt sie nicht, diese vielen UFOs, die einfach so mir nichts, dir nichts bei Airwolf waren. Wo rette ich den Wissenschaftler hier aus? Roswell, oder? Oder ist das doch Airwolf 2? Ich glaube, Airwolf 2 hatte so eine Sci-Fi-Thematik teilweise. War übrigens tatsächlich in den Staaten ein anderer Sender. Also nicht nur eine andere Besetzung, sondern auch wirklich ein komplett anderer Sender. Und das durfte nichts kosten. So sieht's leider eben auch aus. Was mache ich da? Was soll das? Warum soll ich da das Messer reinkicken? Weil ich da sonst anders nicht herkomme, ne? Okay, kann ich den Airwolf hier parken? Egal, das sieht ein bisschen bescheuert aus und ihr kriegt wahrscheinlich irgendwie eine heftige Epilepsie-Warnung, aber das ist egal, was tun wir nicht für Airwolf, ne? Airwolf kann alles. Ich werde euch sowieso noch ein paar andere Lizenzgurken präsentieren. Ja, da ist doch nichts. Was bringt mir das denn? Toll, habe ich ein Rätsel gelöst, was mir nichts bringt. Wahrscheinlich gut. Wahrscheinlich würde das was bringen, weil mit dem Sheet sehe ich wahrscheinlich nicht, dass sich da irgendwas tut. Ja, so, den kann ich immer noch nicht hier wegschießen. Das UFO kann ich auch nicht wegschießen, ist klar. Wäre auch zu logisch. Ja, haben wir jetzt eigentlich, kann ich hier durch? Nein. Ach so, das kann ich kaputt machen. Ah! Nee, ist klar. Dann macht der Airwolf das mal kaputt. So, da passiert gar nichts. Da geht's weiter. Was bist du? Ah! Hat Indiana Jones was vergessen? Lass mich raten. Der fällt da rein? Nee. Hä? Da kann ich nicht rein. Da kann ich auch nicht rein. Jetzt kann ich bestimmt da rein. Psst. Was mache ich hier? Weiß keiner, ne? Kann ich zugucken. Das ist auch eine Plattform, die mir nichts bringt. Was soll denn der Scheiß? Spiele ich das ganze Game jetzt frei und ich weiß noch nicht mal, was ich tue? So, das haben wir. Mehr gibt's hier nicht. Ja, toll. Großartiges Game. Großartiges Game. Also ich denke mal schon, dass man das mit Sheet recht gut lösen kann. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich war schon überall. Tja. Ich will jetzt mal sagen, wenn hier nichts ist, dann bietet sich das an, das Video hier zu beenden. Weil das Beste ist tatsächlich an diesem Game die Musik. Der Rest ist totale Scheiße.
So, ja. Die kann ich nie erschießen. Da komme ich doch wieder daher, wo ich war, oder nicht? Ach, jetzt habe ich was. Ach, jetzt bin ich tatsächlich in Level 2. Alter, jetzt habe ich die ganzen Rätsel wieder. Ist das ein Scherz? Weißt du was? Dann packe ich jetzt diesen Airwolf hier einfach und sage, du kannst mich mal am Hobel. Das war Airwolf von Elite. Ein Spiel, was man nicht spielen muss. Oder wie sagt der großartige Tomenik immer, zock mal, besser nicht. Ja, das ist hier wirklich aus der Kategorie Spiele, die die Welt nicht braucht. Absoluter Lizenzschrott. Die Serie ist deutlich besser, wenn auch Airwolf 2 braucht kein Schwein. Aber, ja, und ist auch ein bisschen kritischer. Also ist nicht so wie das A-Team, hurra, wir ballern ganz Los Angeles weg, sondern das ist hier schon ein bisschen Emo und Krieg ist schlecht und ja, und man darf dem Militär so eine Waffe nicht geben. Ja. Weil sie könnten ja keine zweite bauen. Egal. Das war Airwolf auf dem C64. Ich sag nicht Klassiker. Weiß Gott nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren wieder raten, was als nächstes für den C64 ansteht. Es gibt zwar Airwolf 2, aber das spare ich mir, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht mache ich es doch. Aber wahrscheinlich nicht im Anschluss. Seid mal gespannt, was da kommt. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und gönnt euch einfach die SID-Version vom Airwolf-Theme. Bis dann. Tschüss.